Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Soeben ist die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat Oktober bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte von recht hochwertigen Marken immer drin enthalten. Also alles, was man halt auch bei Look Fantastic im Online-Shop findet. Und ich bekomme die zum einen in PR zugeschickt, da könnt ihr dann auch mit Claudi Welt auf die erste Box sparen und auch generell auf alles im Onlineshop, ne? Und ich habe auch eine selber im Abo, die kommt dann meistens, also entweder ist das hier meine oder die kommt ein bisschen später, das ist halt je nachdem, manchmal kommt so, manchmal kommt so und eine Box verlose ich auch immer in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox, schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, im Oktober bin ich jetzt einfach mal gespannt, was uns hier erwartet, Herbstpflege. So langsam dürfen die Säuren wieder einziehen. Also da habe ich euch auch ein Video zur Herbstpflege hier oben im E-Mail verlinkt. Da habe ich meine Dalton Herbstfavoriten einfach mal vorgestellt. Also Säure sind jetzt wieder angesagt, Peelings, Säurepeelings, reichhaltige Pflege. Und ich bin einfach gespannt. Vielleicht auch dekorative Kosmetik, coole dekorative Kosmetik. Wir haben hier immer so ein Kärtchen mit dabei, wo man dann halt auch nochmal die Produkte entdecken kann. Die sind aber auf der Homepage immer aufgeführt, ne? Also das sieht man dort. Und du hast bei der Look Fantastic Beauty Box ja ab und an mal so ein Alternativprodukt, aber eigentlich sind die immer ganz gleich. Und du hast ja auch direkt in dem Versandkarton so die Produkte drin. Das ist dann nämlich auch schon die Box. Und ich starte mal mit dem ersten. Das habe ich eben noch verwendet, weil ich habe meine Tasche gepackt. Ich fahre morgen bzw. heute Nacht nach Regensburg und habe dann meine Catrice Wimpernzange reingepackt. Habe aber hier in meinem Schminktisch auch noch die von Brushworks liegen. Das ist die hier. Die habe ich vorher immer super gerne verwendet. Kann ich euch auch meine mal zeigen. Die ist wirklich toll, weil die geht halt auch immer wieder in ihre Ausgangsposition so zurück von alleine, ne? Dann hatte ich hier auch so Gummigriffe, sodass du nicht abrutschen kannst. Also damit kann man toll die Wimpern biegen. Und ich verwende halt immer eine Wimpernzange, bevor ich meine Wimpern tusche. Das hilft einfach nochmal, ne? Dass du halt die Wimpern dann nach oben biegst und dann wirken die meistens einfach nochmal ein bisschen länger. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Die ist auch echt günstig, ne? Ich glaube 5 Euro oder 6 Euro kostet die nur. Das heißt, erschwingliches Produkt, aber ich finde es gut, dass es in der Box drin ist, weil es ein gutes Produkt ist. Also ich feiere das schon mal direkt. Dann habe ich hier noch dekorative Kosmetik drin und zwar von Delilah, ein Eyeline Longwear Retractable Pencil. Das dürfte so ein dunkelbraun-schwarz sein. Kohl. Okay, Anthrazit. Kohl 1401 und das dürfte eine Full Size sein mit 0,31 Gramm. Das ist dieser hier. Passt auf jeden Fall Richtung Herbst, ne? Also da schminkt man ja auch vielleicht gerne mal so ein bisschen dunklere Looks und so. Ich bin ganzjährig wild unterwegs, was meine Augenlooks angeht. Bin aber leider gar kein Fan von so Kajalstiften oder so. Ich meine, beziehungsweise ich habe halt super viele und ich verwende sie sehr, sehr selten. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Macht aber Sinn, dass wir das hier in der Box drin enthalten haben. Dann habe ich hier was von Essbar. Das ist eine super hochpreisige Marke. Clean and Green, eine Detox Mask. Das ist eine klärende, balancierende und ausgleichende Maske mit 30 Millilitern. Sowas verwende ich ja sehr gerne morgens. Die müsste ich, oder weiß ich gar nicht, habe ich die noch im Backup? Ansonsten werde ich mir die ins Backup legen. Finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Klärende Masken sind für mich halt so 1 bis 2 Mal pro Woche am Start. Ansonsten habe ich halt auch Masken, die Feuchtigkeit spenden, sehr, sehr viel im Einsatz. Aber auch so glättende Masken, ne? Und sowas mag ich aber auch ganz gerne ab und an mal. Also heute Morgen habe ich zum Beispiel die von Dalton auch verwendet. Tatsächlich, witzigerweise, ne? Die Magical Effect Maske, die hat ja auch so einen klärenden Effekt. Und ja, das muss einfach meine Mr. Fried Ausflugsfamilie am Kinn heute mal so ein bisschen über sich ergehen lassen. Und ja, sowas würde ich dann tatsächlich auch alternativ verwenden. Einfach um die Haut zu klären. Und grüner Tee ist ja, oder ist es grüner Tee? Nee, Clean and Green einfach nur, ne? Wegen Natural. 10 Minuten lässt du es drauf. Was da jetzt genau drin ist, steht hier nämlich gar nicht drauf. Ja gut, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, dann habe ich hier noch etwas von Grow Gorgeous drin. Anti-Pollution Leave-In Spray Defense. Das finde ich toll. 60 Milliliter. Sowas mache ich mir super, super gerne nach der Haarwäsche in meine Längen und Spitzen. Also so ab Ohrläppchen sprühe ich mir das rein, dass ich halt auch besser durch meine Haare durchkomme, dass ich die besser kämmen kann. Und dann hat es halt gleichzeitig noch eine Pflege mit dabei. Grow Gorgeous ist eine ganz, ganz tolle Marke. Ich meine, dass die auch irgendwie zusammen mit Look Fantastic auch zu dieser Hut Group gehören, wo ja auch Cult Beauty mit drin ist. Und ich glaube auch Glossybox und so, ne? Das ist ja, ich weiß auch nicht, Elemis, gehören die nicht auch noch irgendwie mit dabei? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall The Hut Group und ich glaube, dass Grow Gorgeous da auch irgendwie mit reingehört. Doch, da.
THG, The Hut Group, genau. Und ja, das ist halt dann ein Konzern. Ist aber ein, also nicht aber, es ist ein total tolles Produkt und das ist das vierte und ich habe, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil morgen geht halt die Party ab und ich bin so reisefiebermäßig unterwegs, Koffer packen und noch hier die letzten Videos drehen und so weiter, ne? Crazy. Auf jeden Fall, ich habe hier noch zwei weitere Produkte drin und zwar einmal von Lottie London, Slay All Day Longwear Matte Liquid Lipstick. Ich meine, dass ich den noch habe. So Good ist die Farbbezeichnung. Es ist in Mini und das sind 1,8 Milliliter. Ist eine kleine Größe, aber es ist eine sehr gefällige Farbe. Und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass das vielen gefallen könnte, weil das auch, also wirklich auch eine schöne Herbstfarbe, ne? Was man dann auch gut tragen kann. Und gleichzeitig ist es auch ein Produkt, was man dann auch wirklich mit der Zeit aufbrauchen kann. Das ist für mich halt auch immer so ein Aspekt, dass ich auch gerne irgendwie so Minis habe, weil ich einfach eine so große Sammlung habe. Ich habe so viele verschiedene Produkte, dass ich mich eigentlich freue, wenn ich ein Mini-Produkt habe, weil ich weiß, dass ich dem Produkt dann auch gerecht werden kann, weil ich es vielleicht sogar irgendwann aufbrauche, ne? Deswegen, ich finde es cool. Und dann habe ich noch das letzte Produkt und zwar ist das von Lixier Skin, okay. Day Moisturizer Night Cream Serum Base in One. Okay, das ist alles in eins. Universal Emulsion, 30 Milliliter. Also du kannst es als Nachtcreme, als Tagescreme, als Serum verwenden. Also alles zusammen. Interessant. Achso, du musst es erst anwärmen, damit es sich dann entsprechend warm in the palm of your hand. Also erstmal anwärmen, ja, auf die Hände machen und dann wahrscheinlich reiben, ne? Das ist dann wahrscheinlich damit gemeint. Du kannst es sogar für die Augen verwenden, für die Lippen, für Hals, für Dekolleté, für Hände und für Arme. Also im Prinzip ist es so ein All-Over-Balsam. Mit Chia, Butter sehe ich hier, Squalane sind hier drin, das ist auch ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff. Glycerin sehe ich hier auch, ne? Also schaut erstmal so weit, so gut aus. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich verwende auch gerne so, was Cremes im Gesicht angeht, eher so Basic-Produkte und die Wirkstoffe hole ich mir dann meistens über die Serien, wobei das ja auch wie ein Serum sein soll, aber da ist ja Squalan drin, ne? Aber für mich wäre dann wahrscheinlich ein bisschen nochmal on top ein paar Wirkstoffe geben, eine ganz sichere Kiste, aber finde ich auch cool. Also es sind wieder sehr brauchbare Produkte und ich finde ganz ehrlich, in letzter Zeit hat die Look Fantastic Beauty Box auch jetzt nicht so super krasse Highlight-Produkte drin, wobei das hier von Essbar ist sackenteuer, das ist wahrscheinlich das Highlight-Produkt, ne? Aber wir haben super brauchbare Sachen. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Weil jeder kann das eigentlich gebrauchen, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich persönlich finde die Entwicklung von der Look Fantastic Beauty Box in den letzten Monaten sehr, sehr positiv. Und möchte euch auch an dieser Stelle einfach nochmal empfehlen, beim Adventskalender vorbeizuschauen. Da setze ich euch mal einen Link dazu in die Infobox. Der ist so geil. Denn auch auf den Adventskalender könnt ihr mit Claudi Welt sparen. Und wenn ihr über meinen Link bestellen würdet, würde ich auch eine entsprechende Provision bekommen. Das ist euch aber selbst überlassen. Ja, ich habe dann nämlich auch schon mir den angucken können, online, aber halt noch nicht in real life. Ich warte noch auf die Lieferung. Der gehört aktuell halt zu meinen Top-Favoriten, was Adventskalender angeht. Neben Sephora, Purish, Dalton. Da gibt es auch diverse Douglas-Adventskalender von den Eigenmarken her, die richtig gut sind. Ja, das müssten so die sein, wo ich sagen würde, die sind richtig, richtig geil dieses Jahr. Schaut euch aber super gerne mal bei meinen Unboxings um. Da sind schon einige online und es werden noch einige folgen, sodass du auch deinen ganz persönlichen liebsten Adventskalender finden kannst. Nun, so, das wäre es jetzt hier erstmal von mir gewesen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.